Wunderschönen guten Abend. Das ging jetzt aber schnell. Mein Name ist Eva-Maria Biel. Es ist fast 21 Uhr. Heute bin ich ein bisschen früher. Es ist wieder mal Zeit für die Blodamerie Live Blodersprechstunde. Heute ist der 30.05. und heute sprechen wir über das erste Mal. Wir packen den Plotter aus. Also heute ist Sibbert unser Thema. Wir packen den Plotter aus. Wir schauen mal, was da. Hallo, Sina. Wir schauen mal, was da drin ist. Wir schauen, auf was wir achten müssen. Wir gucken uns ganz kurz das Programm an. Wir werden einfach mal so die ersten Schritte besprechen. Hallo, Jutta. Und mal gucken, was da so alles ist, was man beachten muss. Wie man sich so... Ich werde mir zwischendrin immer mal wieder Notizen machen. Weil für mich ist das natürlich nicht das erste Mal. Ich habe das schon so 2, 3, 12 Mal gemacht. Ich habe letztens mal so gezählt, ich habe um die 500 Plots schon auf irgendetwas drauf gemacht, geklatscht, hätte ich fast gesagt. Geklatscht ist fast so wie von der Nähmaschine geübt, also es gibt es ja gar nicht. Von daher werden wir das trotzdem einfach nochmal wiederholen. Wir haben immer wieder viele Neueinsteiger. Natürlich gibt es die Videos auf YouTube, aber manchmal wird mir da so ein bisschen erschlagen. Ich werde euch heute auch auf einige Videos verweisen, aber einfach mal für diejenigen, die starten, ruhig Blut, heute machen wir was auf dem T-Shirt, ganz in Ruhe, ein relativ einfaches Motiv, welches weiß ich noch gar nicht, aber ist ja nicht wichtig. Aber auch für die alten Hasen, ich habe es in den Kursen gesehen, ist es oftmals so, dass so die wichtigen Sachen, wo sitzt der Sensor, wie mache ich mein Messer auf und so weiter, dass das gar nicht bekannt ist. Von daher machen wir das heute einfach zusammen. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit, bis die Plotter-Sprechstunde eigentlich offiziell losgeht. Denn ich möchte euch sagen, dass unsere Edelmetallikfolien, die ich euch schon seit 4, fast 5 Wochen jeden Mittwoch unter die Nase reibe, im Shop sind. Also unsere Farben sind da. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Beispiele. Am Montag, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, wir fahren nämlich morgen früh um 7 spätestens in Richtung Schloss Neuschwanstein. Dann gehen auch die Shirts bzw. die ersten 20 Leinwände an ihre Besitzer zurück. Und heute gehen unsere Edelmetallic-Folien in den Verkauf. Also sie sind schon im Shop, wer Lust hat. Hallo Barbara, ich hoffe, du kommst auch zum Sommerfest. Ah, dazu muss ich dann auch noch was sagen. Ja, heute ist voll. Die sind im Shop. Die werden geschnitten, ganz normale Flex-S-Einstellungen, Messer 2, Dicke 12, Druck 12 bei Silhouette, Messer 2, Druck 1 bei Brother. Ganz toll. Das Schöne bei denen ist, dass die zwar den Metallic-Effekt haben, aber nicht dieses starre, feste wie die normalen Metallic-Folien. Das heißt, ihr könnt da super filigran arbeiten und die sind super filigran zu bearbeiten und ihr habt es ja auch schon an ein paar Beispielen gesehen. So, Sommerfest. Das Sommerfest wollten wir eigentlich heute in den Verkauf geben. Wir warten aber noch auf eine Info. Und da ich jetzt nicht da bin und ich möchte eine Gruppe eröffnen, ich will euch ja auch dann alle einladen, werden wir es auf Montag verschieben. Es sind genug Tickets da. Es weiß auch jeder Bescheid, aber wir machen es am Montag. Dann muss ich nämlich nicht vom Urlaub aus mit meinem Handy allen irgendwelche Sachen verschicken. Und ich denke, es reicht. Also wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Das ist ja erst am 30.06. Aber Location steht, das Essen steht, wer kommt, die ganzen Stände stehen. Also es ist alles schon geplant und es wird richtig cool. Und heute haben wir noch eine Seifenblasenmaschine gekauft, um alles einzunebeln. Von daher wird es richtig, richtig cool. Diese Farben, weil ich gerade Perlmutt lese, das Pink und das Oliv und das Lime haben einen wunderschönen Perlmutt-Effekt. Ihr werdet, wenn ihr sie bestellt und sie vor euch habt, an mich mal denken, wenn ich euch das Video jetzt zeige oder beziehungsweise wenn ihr jetzt das Video schaut, weil gerade dieses Pink hat einen wunderschönen Perlmutt-Effekt, den man in echt überhaupt gar nicht sehen kann. Es wird sie auch in Metaware geben, vielleicht noch während der Sprechstunde. Ich weiß nicht, wie Anja dazukommt. Aber ich denke, dass ihr auch gleich in den Livestream reinkommt und dann mitkommentiert, wann die Metaware in den Shop einzieht, weil geplant war es eigentlich. Die neue Metallic heißt Edelmetallic. Wenn du im Shop oben auf Suchen gehst und du gibst Edelmetallic
ein, dann kriegst du sie alle, hat er. Dann findest du es. Was haben wir für Stände auf dem Sommerfest? Wir haben die ein paar, wo man Papeterie kaufen kann. Wir haben ein bisschen was mit Schmuck. Wir haben ein bisschen was, wo man sich schick machen lassen kann. Wir haben einen Stand, wo jemand ganz tolle alkoholfreie Cocktails macht. Wir haben einen Stand mit Eis. Wir haben ganz viel. Zu der Bausteinfolie habe ich leider noch keine Info. Ich hoffe, bald. Schön, genau. Edelmetallik, ja, genau. Ich war viele, viele Jahre meines Lebens in einem Edelmetallbetrieb tätig. Von daher freue ich mich sehr über den tollen Namen. Das ist so ein großer Teil meines Lebens. So, ich zeige euch jetzt nochmal ganz schnell ein paar Beispiele. Wir haben schon 9, wir wollen auch starten. Was kann man alles mit der Edelmetallik machen? Wir haben hier jetzt zum Beispiel die Pink, die sich so bescheuert ablichten lässt. Das ist ein, so ein wunderschönes Perlmutt-Rosa, ganz leicht. Wunderschön. Da passen übrigens die Light-Rosé-Steine perfekt dazu. Hier bei dem Meermädchen, das haben wir damals sogar zusammen gemacht, habe ich die verschiedenen Töne von Rosa und das Crystal dazu gemacht. Das hier ist das Kupfer. Ist übrigens auch super cool mit dem Smoke Topaz Strasssteinchen. Und orange ist es jetzt. Genau, das ist orange von den Steinen. Also diese Metallicfolien lassen sich so ablichten. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr es bei euch dann in der Hand habt, dann haben wir dieses Violett. Hier ist gemischt. Einmal Violett, hier drüben ist es Violett und dann die blaue Watercolor mit verschiedenen Strasssteinen. Was haben wir noch? Dann haben wir hier das Grün, das ist das Lime. Also es ist so schwierig, dadurch, dass wir haben beim Fotografieren, wir haben beim Fotografieren ewig gebraucht, bis wir das ein bisschen ablichten konnten. Ich habe es toll gezogen, ich ziehe mich gleich um. So, dann haben wir hier Kupfer und Gelb gemischt. Das neue Motiv von der Tante Plotter. Das ist auch wirklich wunderschön. Schwarze Strasssteine fehlen, glaube ich, im Moment. Graue Strasssteine haben wir nicht. Wir haben aber Smoke Topaz und das ist ganz helles Schwarz, das aber durchsichtig ist. Also auch sehr, sehr schön. So, was haben wir denn da noch? Wir haben Rot. Das tolle Orange. Also die Farbe ist eine meiner Lieblingsfarben. Ja, das erkennt man auch wirklich. Das ist nämlich wirklich so wunderschön knallig. Die Metallicfolien sind schon im Shop. Ich habe sie selbst gerade schon gegoogelt. Dann haben wir Pink. Dann haben wir meine Lieblingsfarbkombi, zeige ich euch zum Schluss. Dann haben wir hier nochmal die Gelb. Das hatte ich ja letzte Woche an. Dann haben wir Cherry, eine ganz, ganz tolle Farbe. Und da seht ihr auch an dem Motiv, wie filigran man da eigentlich arbeiten kann. Und meine Lieblingsfarbkombi da dabei ist Blau und Orange. Das ist einfach geil. Das ist beautiful. Die sind alle jetzt im Shop und können, wer Lust haben, wer Lust hat, kann shoppen gehen. So, der mit den Häusern ist auch von Tante Plotter und heißt, glaube ich, Häuschen. Cherry ist ganz toll. Also sie haben alle für sich ihren eigenen Charme mit Strasssteinen dann noch. Und ihr werdet sehen, wenn ihr sie in der Hand habt oder wenn ihr sie dann wirklich selbst geplottet habt. Das sind so Schwesternfolien von der Rosé Gold. Es ist was ganz Besonderes. Das ist so schwierig. Die bleiben jetzt im Shop. Genau, die neue Folie heißt Edelmetallic. Das Entgittern ging auch echt gut. Und das Inspire ist ja negativ. Also ich habe immer so die Foul-Variante dann noch gemacht. Ich habe die faulen Variante noch gemacht, von daher lässt sich das super abziehen. Also selbst wenn die Folien heute leer sein sollten, sie bleiben bei uns im Shop. Das heißt, sie kommen auf jeden Fall wieder rein. Genau, also ihr müsst nicht heute bestellen. Den Inspire-Plot, Hanna, kriegst du auch bei Tante Plotter.
So, gut. Genug Werbung gemacht für die schönen, schönen Folien. Habe ich euch ja alle schon in den letzten Wochen gezeigt. Diese T-Shirts, die ich euch heute jetzt gerade noch gezeigt habe, sind alles... Ha, ich habe was vergessen. Unser Herrenshirt. Das Herrenshirt ist nämlich schwarz auf schwarz mit schwarz durch schwarz und sieht richtig genial aus. Also da sieht man auch durch das Licht, wie schwarz auf schwarz wirkt. Diese A, hier haben wir es jetzt gut eingefangen. Das ist schwarz auf einem Herrenshirt. Also mir gefällt es, gerade das Herrenshirt ist eines meiner Lieblingsshirts, weil es sieht super edel aus durch dieses, ja, das ist ein ganz besonderes Schwarz und es wirkt, man sieht es teilweise gar nicht und dann in der Sonne schimmert es wieder, es ist nicht zu auffällig, also es kann ein Jürgen super tragen. Und diese Leinwände gehen, wie gesagt, am Montag auch wieder zurück an die Besitzer. Da haben wir ja einen ganzen Stapel schon und die schicken wir am Montag zurück und dann können wir wieder ganz viele neue Sachen machen. Das ist auch eine von diesen Metallic Flex Inge auf dem schwarzen Shirt. Schwarze Shirt, schwarze Metallic Flex drauf. Das wird echt cool sein. Ich glaube, die zweitletzte Tänzerin könnte mein Shirt sein. Nee, schwarz auf schwarz mit schwarz durch schwarz. So, jetzt starten wir aber. Also, heute soll es ja gehen um das erste Mal. Das heißt, ihr habt euch einen Plotter bestellt, entweder einen Silhouette oder... Nee, Barbara ist nicht deins. Entweder einen Silhouette oder... ein Silhouette Cameo oder ein Silhouette Porträt. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen einsammeln. Gut, ihr habt den bekommen. Ich habe hier unten die Kisten stehen. Gehen wir mal davon aus, wir fangen mal mit dem Porträt an. Ich habe zwar nur einen Porträt der ersten Generation, aber das ist ja in dem Fall nicht so schrecklich. Ich erkläre euch auch gleich den Unterschied. Also ihr habt euch einen Porträt gekauft, der kommt bei euch an. Das Stadion ist jetzt, hat leider den Weg zu mir nicht gefunden, von daher müssen wir es jetzt etwas anders machen. Dabei ist eine Matte, die braucht ihr auf jeden Fall. Man kann natürlich auch zum Beispiel Vinylfolie und auch Flexfolie ohne Träger schneiden, aber gerade für den Anfang, für zum Starten und auch für mich, ich finde es viel, viel einfacher, auf eine Matte das Ganze drauf zu kleben. Das heißt, die Flexfolie, wir reden heute über Flexfolie, wird auf der Matte positioniert. Wie, das machen wir dann auch noch. Die wird da oben drauf positioniert, die Matte wird eingeschoben. Das heißt, es klebt da drauf und dann schneidet der Plotter. Das heißt, ihr müsst euch diese Matte immer gut aufheben. Die wird innerhalb von kürzester Zeit aussehen wie Sau. Aber das ist ganz normal, gerade wenn man Papier schneidet. Wenn ihr verschiedene Materialien schneiden wollt, wie Papier jetzt und auch Flexfolie, könnt ihr dann mit zunehmendem Nutzen dieses Gerätes beschließen, euch noch eine zweite Matte zuzulegen, weil eben durch das Papier mit den Fasern, die relativ schnell anfängt zu fusseln und dann muss man sie öfters reinigen und auch auffrischen. Da gibt es Kleber, mit denen man das wieder auffrischen kann. Dazu gibt es ein Video mit der Miriam Brückner, da haben wir über das CB09 gesprochen und auch über die, ja, mache ich, da haben wir über das CB09 gesprochen und auch über das Auffrischen. Ihr packt den Plotter aus und schließt ihn euch erstmal an. Es ist meistens eine CD dabei, die schmeißt ihr wieder sofort weg, weil die CDs, die dabei sind, sind für uralt Software-Versionen. Die aktuelle Software findet ihr immer. Ihr könnt auch schon, wenn ihr euch den Plotter bestellt, euch schon mal die Software runterladen. Die findet ihr bei silhouetteamerica.com. Ich werde es natürlich verlinken. /Software. Dort könnt ihr euch die aktuelle, die nennt sich dann Current Version, runterladen. Es streiten sich immer die Geister, wie gut die gerade ist. Ich arbeite mit der ganz aktuellen, habe zum Beispiel überhaupt keine Probleme. Nur haltet einfach die Finger mal so ein bisschen weg von den Beta-Versionen. Das sind die Vorab-Versionen. Inga, kannst du bitte ein bisschen mit kommentieren heute?
die Vorabversion, die Beta-Versionen sind so die Testversionen, wo manchmal noch so ein paar Bugs drin sind. Und da haltet ihr euch einfach fern, ladet euch die Current Version, also die aktuelle Version runter und speichert es, also öffnet sie schon mal auf eurem Rechner, dann könnt ihr es euch vorab schon mal anschauen. Also bitte nicht die CDs, die dabei sind, weil die sind veraltet. Solltet ihr keine Betriebsanleitung drin liegen haben, was auch manchmal vorkommt, entweder ihr schreibt uns, dann schicken wir sie euch als PDF oder ihr findet sie eben auch im Internet. So, ich fange, wie gesagt, jetzt mit dem Porträt an. Der Unterschied zwischen Porträt 1 und Porträt 2 ist, dass man mit dem Zweier, ich habe jetzt auch beim letzten Kurs mal einen gesehen, schon mit einem Automatikmesser schneiden kann. Die erste Generation schneidet noch mit Ratschenklingen, meine Lieblingsmesser übrigens, das sind diese schwarzen. Die schwarzen Klingen, das ist ganz, ganz wichtig. Da könnt ihr im Programm einstellen, was ihr wollt. Sie werden es nicht schneiden. Ihr müsst bei den schwarzen Ratschenklingen immer am Messer selber einstellen, welche Schnittmessertiefe ihr haben wollt. Ganz, ganz wichtig. Ihr müsst hier unten, ich zeige es euch mal, hier unten ist ein Loch. Da könnt ihr das Ganze reinstecken und könnt es verstellen. Stellt ihr es auf Messer beispielsweise 2, da ist sind Zahlen außenrum und da wisst ihr dann genau, wie ihr es habt, was ihr dann im Endeffekt für eine Messertiefe eingestellt habt. Die Schnitteinstellungen findet ihr immer bei euren Foliendealern. Ich sage das jetzt absichtlich. Ganz wichtig, wenn ihr startet, macht es bitte von Anfang an richtig. Wir beispielsweise haben entweder unser Dotter 1x1 oder bei Flex und Zugeflockt findet ihr die Schnitteinstellungen für die Folien, die ihr bei uns kauft. Weil ihr werdet zwar Schnitteinstellungen finden im Programm dann, das ich euch zeige, aber Silhouette ist nicht nur ein Plotterhersteller, sondern die verkaufen auch Folien und haben für ihre Folien Standardwerte eingegeben, wie zum Beispiel für die Sticker oder für ihre Flexfolien oder für ihre Vinylfolien. Diese sind voreingestellt, nicht jedoch unsere. Das kann passen, aber zu 98% tut es das nicht. Also macht es gleich richtig und ladet euch immer, wenn ihr bei uns zum Beispiel was kauft oder wo auch immer, die Schnitteinstellungstabellen runter und haltet euch da dran. Wir haben beispielsweise zusätzlich, wer das nicht als zusätzliches Material anlegen möchte, auch ein Mauspad, wo man sich das Ganze dann eben raussuchen kann. Oder man hat einfach seine Excel-Liste hier eben hin. Ne? Mit der Zeit hat man das dann im Kopf. So, was ist der Plotter an sich? Ihr habt ihn euch gekauft, weil ihr wollt damit was schneiden. Ein Plotter ist ein Schneidegerät. Ihr könnt mit dem auch zeichnen, wenn ihr in diese Messerhalterung einen Stiftehalter einsetzt und dann einen Stift einspannt. Aber an sich ist er zum Schneiden gedacht. Das Messer wird hier eingesetzt, die Nase guckt nach vorne und dann ganz wichtig verriegeln. Wenn es nicht verriegelt ist, wird das Messer beim Schneiden rausrutschen. So wie ich habe es gestern übrigens sogar mal geschafft zu schneiden, ohne dass ein Messer drin war, weil ich das noch hier liegen hatte. Also das ist ganz normal. Also ich setze es ein und verriegelt es. Dann wird dieser Schlitten hier von rechts nach links fahren und wird euer Motiv, das ihr ihm vorher gegeben habt, ausschneiden. Dann hat dieser Plotte auch einen Sensor. Der sitzt hier. Hier, neben dem Messer. Ihr könnt es von hinten, ich rate euch, nehmt euch mal den Plotter in die Hand. Ihr könnt von hinten den Sensor richtig gut sehen. Was ganz oft passiert, auch bei denen, die ihren Plotter schon länger haben, wenn man viele Kleinteile schneidet, gerade mit Vinyl, kann das immer mal passieren, dass sich das festsetzt, dass da irgendwas dran kleben bleibt, dass es nicht so ist, wie es sein soll. Nehmt euch mal einen Q-Tip und macht den ab und zu mal sauber. Beim Porträt könnt ihr das von hinten unheimlich gut machen, weil man diese Leiste hier nicht wie bei dem Cameo einfach aufs hoch und runter machen kann. Also macht das entweder von der Seite oder ihr geht von hinten mit einem Q-Tip, also mit so einem Ohrenbibo-Stäbchen rein und macht den sauber. Weil wenn das verklebt ist, kann das mitunter ein Grund sein, dass euer Sensor nicht gut erkennt. Also dass ihr so ungefähr schon mal wisst, ne, was hier alles dran ist. Dann haben wir dran einen Pauseschalter und einen An- und Ausschalter. Wichtig! Wenn ihr einen Auftrag abbrecht, ich habe mir das mittlerweile komplett abgewöhnt, einen Auftrag abzubrechen, weil oftmals bleibt er dann hängen, dann bis er sich wieder gefangen hat, dann ist der Auftrag irgendwie, dann bleibt er stecken.
dann muss ich ihn ausstellen und so weiter und so fort. Was mache ich also, wenn ich sehe, ich habe was falsch? Ich nehme einfach das Messer raus. Ich nehme das Messer ganz schnell raus und lasse den Auftrag noch zu Ende schneiden. Dementsprechend ist der Cache ordentlich geleert und fertig ist der Lack. Und dann setzt ihr euer Messer wieder ein. Das sind so dieses ich bleibe hängen, wenn ein Auftrag manuell abgebrochen wird, passiert einfach gerade beim Cameo relativ oft, dass er sich dann aufhängt. Dann kriegt man den nächsten Auftrag nicht rein. Oder er verzieht sich dann, er verschiebt es auf der Matte, fängt zu weit oben an oder zu weit unten an. Von daher lasst ihn immer leer laufen, nehmt das Messer raus und gut ist. Hier beim Porträt 2.1, den ich habe, ist es eben ganz wichtig, man hat ausladen, also auswerfen den Knopf und man hat den Knopf, zwei Knöpfe zum Einziehen. Einmal den, wenn man eine Matte benutzt, das ist der, wo die Matte drauf ist, und einmal den, wenn man keine Matte benutzt. Das ist ganz wichtig, da hatte ich schon einige Kundinnen, die eben eine Matte benutzt haben und haben den Knopf gedrückt für ohne Matte einziehen, dann fängt er natürlich sofort oben an zu schneiden, weil man kann eben Vinylfolien und Flexfolien auch ohne Träger schneiden. Von daher müsst ihr ihm sagen, was ihr ihm gebt, in dem Fall eine Matte mit einer Folie drauf. Das ist der Porträt, angeschlossen wird er, wie gesagt, mit USB und einem Stromkabel. Das Silhouette-Programm oder dem Silhouette-Programm ist es eigentlich relativ wurscht, ob ihr einen Porträt oder einen Cameo anschließt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel die ganze Zeit ein Porträt hattet und ihr schließt dann einen Cameo an, braucht ihr da überhaupt nichts anderes zu machen. Er erkennt ihn automatisch, wenn ihr ihn ansteckt. Wenn ihr eine Business-Version habt, so wie ich, könnt ihr sogar mehrere Plotter gleichzeitig laufen lassen. Da kann man sogar auswählen, schneide mit dem, schneide mit dem, schneide mit dem und hier dann ein Konzert veranstalten. Also wenn ihr da upgradet, müsst ihr euch überhaupt gar keine Gedanken machen. Wichtig ist nur, wenn ihr mit einem Porträt arbeitet, dass ihr dann auch die Porträt-Seiteneinstellungen eingibt. Die machen wir dann aber zusammen, wenn ich euch wenn wir den Cameo gemacht haben. Wie das bei einem Zweier ist, glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, da gibt es, glaube ich, nur das Einladen und das Ausladen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier nur den Einser, von daher kann ich es euch nur auf diesen zeigen. So, das ist der Porträt. Warum sieht mein Porträt so aus, wie er aussieht? Den gibt es so nicht zu kaufen. Ich habe beschlossen, dass es mir eigentlich relativ egal ist, welche verschiedenen Farben zu kaufen sind oder auch nicht. Deswegen habe ich den damals, den kann man abmachen. Den Deckel kann man abmachen und dann habe ich ihn mir einfach lackiert. Also da kann man, wenn man möchte, sich natürlich einen neuen Plotter kaufen, wenn es neue Farben gibt. Man kann ihn sich aber auch lackieren. Und fertig. So, die höheren Versionen. Es gibt, man kann natürlich upgraden, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man sagt, man möchte die Designer Edition, um eben mit Strasssteinen zu arbeiten. Und bei jedem Upgrade in diesem Fall werden weitere Funktionen freigeschaltet. Das Ganze geht bis hin zur Business Edition, wo man dann auch als SVG speichern kann. Ganz viele Brother-Nutzer haben jetzt mittlerweile upgradet auf Business, weil es etwas benutzerfreundlicher ist, mit Silhouette zu arbeiten als mit dem Canvas. Da muss man rechnen, also bei Swing Design gibt es im Moment relativ gute Angebote, dass man so um die 69 € ist man eigentlich schon dabei, wenn man upgradet auf die Business Edition. Da müsst ihr immer ein bisschen gucken, da sind natürlich auch mal Angebote dabei, aber das ist eigentlich ganz gut. So, das war der Porträt und jetzt kommen wir zu dem Cameo 3. Genau, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn die Preise diskutiert werden. Es gibt natürlich entweder von der Basisversion hoch zur Business Edition ist es natürlich teurer, als wenn man zwischendrin schon mal abgegradet hat auf die Designer und dann von der Designer auf Designer Plus und von Designer Plus dann auf Business. Also da muss man einfach immer gucken, wie man es haben möchte. Wie kann der Porträt eine selbstgebastelte längere Matte erkennen? Das müsst ihr eben über das Programm beisteuern, also wer kann im Programm in der Seiteneinstellung wieder eingeben, ich habe eine Matte benutzerdefiniert, die ist so und so lang und so breit und eben auch den Träger so und so lang und so breit. Da hat die Miriam Brückner dazu auch schon was gemacht. So, gut, dann hole ich mir jetzt hier mal den Cameo 3. Ups. Der ist ein wenig größer, wie man sieht, und im Gegensatz zu dem, wo habe ich die Matte?
im Gegensatz zum Porträt, der A4-Größe hat und ein wenig länger ist, ist der Cameo mit 30 auf 30 schon ein wenig größer. Das heißt, wer mit Papier arbeiten möchte und Karten und sonstigen, ist mit dem Cameo eigentlich auch ganz gut dran. Und das Ganze ist dementsprechend natürlich auch größer und breiter. Ich hole mir schon ein Stück. Stefanie, du kannst mir gerne eine PN schreiben, dann können wir da, kann ich dir das nochmal genau erklären. Also, das hier ist ein Cameo 3, auch wieder standardmäßig von mir umlackiert. Na, die Farbe, die ich hatte, wollte ich nicht so ganz. Hier funktioniert das, ist das Ganze natürlich ein wenig größer. Man hat hier Fächer für die... Ich muss mal das wegtun. Wow. So, man hat hier Fächer für Messer. So, jetzt bin ich ein wenig unscharf. So. So, also man hat hier erstmal, ist dieser Deckel, scheint ihn zu irritieren. Ich nehme den mal ab. Ich weiß gerade nicht so ganz, wo er scharf stellen soll. Dann nehmen wir den Deckel einfach runter. So, also, der Deckel ist jetzt ab. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe hier irgendwas kaputt gemacht. Also man hat hier eben Fächer für Messer. Dann hat man hier wieder diesen Schlitten, den wir vorhin beim Porträt eben auch schon gesehen haben. Nur dass im Gegensatz zum Porträt hier zwei Messerhalter drin sind. Ich nutze einen immer fürs CB09. Man kann hier natürlich auch dann Skizzen machen, also diese Stiftehalter. Und im ersten habe ich mein Automatikmesser drin. Ihr könnt natürlich auch hier die Ratschenklingen verwenden. Die habe ich auch immer noch da, weil auch da ist noch dieses Loch, in dem man es verstellen kann für beispielsweise Papier oder Stoff oder was auch immer man einfach nehmen möchte. Hier ist der Passermarkensensor dazwischen. Das heißt, wenn ihr hier gucken wollt, ob da vielleicht Dreck unten drunter ist, schiebt es euch am besten rüber, klappt das Ding hoch, geht diese Leiste ein wenig nach oben, dann könnt ihr mit dem Q-Tip unten drunter und könnt es sauber machen. Wichtig ist, ihr müsst es danach wieder feststellen, weil auch hier unten drunter sammeln sich immer mal wieder Folienreste oder sonst irgendwas an. Hier unten drunter befindet sich die Schneideleiste, die kann man auch immer mal wieder wechseln, weil wir natürlich auch gerne manchmal auf dieser Schneideleiste rumschneiden. Also wenn die ein wenig verkratzt ist, könnt ihr sie auswechseln. Ich tue das nicht, ich klebe immer brav Tesafilm oben drüber und wechsle sie eigentlich so gut wie nie aus. Ich habe sie einmal ausgewechselt, da war die Miriam hier zu Besuch. Aber ansonsten klebe ich, wenn so Kratzer drin sind und ich merke, dass es ein bisschen Probleme gibt beim Schneiden, einfach mit dem Tesafilm drüber und gut ist. Genau, angelegt wird hier an diesen Streifen, die sind relativ gut markiert. Was haben wir noch hier unten? Das zeige ich Ihnen ganz gerne, weil das viele nicht wissen. Hier unten befindet sich eine Schublade, in die man verschiedene Sachen reintun kann. Unter anderem auch dieser Folienabschneider, wenn man wirklich mit längeren Folien arbeiten möchte, die ohne Träger sind. Was ich bei mir immer ausgeklappt habe, ist das da. Weil mein Plotter steht in einem offenen Schrank. Und dadurch, wenn ich das hier quasi ausklappe, dann fällt mir meine Matte nicht herunter. Die klappt dann nicht so nach unten, dass sich die Folien vielleicht auflösen, also nach oben lösen können, sondern ich habe hier unten quasi wie so ein Stabilisator, der das Ganze nach oben hält. So. Ich schließe ihn jetzt mal ganz schnell an, dass ihr euch das mal angucken könnt. Dann schauen wir uns auch gleich die Messer an. Ich finde es übrigens ganz schön bescheuert, dass die Stecker auf der Seite sind. Aber gut. So. So, das ganze Ding geht jetzt an. Ich lade mir das mal ein. Ihr hört auch schon Babim, Babim. Er hat es erkannt. Also ihr seht hier schön, wo man das Ganze einladen muss. Und dann hat man den ganzen Kram hier. Wie ihr seht, klappt das nämlich dann auch nicht nach unten. Dass ihr mal seht, was ich euch da damit zeigen will. So, auch hier ist es so, dass man mit der gleichen Software arbeiten sollte, mit der aktuellen, weil sonst kann es passieren, dass sich das beißt. Weil dieser Plotter hat nämlich eine Firmware. Das ganze Ding ist ein wenig komplexer als unser Porträt Nummer 1. Da ist es so, dass da wirklich eine eigene Firmware auf diesem Gerät ist und eine Software, die wir hier haben. Und wenn die Software hier veraltet ist und da eine neue Firmware drauf ist, kann sich das Ganze beißen. Man kann immer mal gucken, wie aktuell man ist, weil so wie es zu der Software eben Updates gibt, gibt es sie zu der Firmware auch. Das ist silhouetteamerica.com/firmware.
Wenn ihr nicht wisst, welche Firmware ihr habt und nur weil ihr einen neuen Plotter habt, heißt es nicht, dass ihr die neueste Firmware habt. Die Geräte stehen zum Teil ein wenig länger in den Lagerhallen, bevor sie nach Deutschland kommen. Habt ihr hier oben ein... Ich versuche es euch mal ein bisschen, ob ich euch da dran kriege. Wo ist mein... Hier. Ne, doch. Schwierig. So. Können wir noch ein bisschen näher ran? So, ich gehe mal ein bisschen weiter vor. Also, ich bin jetzt, gehen wir wieder zurück, ich bin hier oben auf dieses Zahnrädchen gegangen. Und dann könnt ihr hier oben auswählen, die Sprachen, Energiesparmodus und so weiter und so weiter. Dann gibt es auch noch eine Anleitung. Ihr geht nach unten, da könnt ihr die Geschichte mit dem Bluetooth noch ausprobieren. Auftragszusammenfassung und so weiter. Sound, könnt ihr alles einstellen, ob ihr das anders haben wollt, ob ihr Hilfesymbole wollt. Und dann kommt irgendwann der Punkt Firmware. Und wenn ihr da drauf drückt, zeigt ihr euch die Firmware an. Bei mir ist es 1.6 und bei der weiß ich, dass es die aktuellste ist. Es gibt ganz viele, die sind noch auf 1.5, arbeiten aber schon im Programm mit 1.mit der 3er-Version oder eben mit 1.5. Und dann fängt das Ganze nämlich ganz schrecklich an, sich zu beißen. Da muss man einfach aufpassen, dass, jetzt hänge ich hier mit meiner Maus fest, dass man da immer mal wieder guckt, dass das Ganze passt. Also das ist gerade für die Anfänger wichtig, dass man das einfach mal gesehen hat. Wenn die Eva sagt, kannst du mir sagen, welche Firmware du hast, dass du da drin gucken musst. So. Genau. Also, wir gehen jetzt wieder zurück und dann hat man im Endeffekt wieder seine Basis. Es gibt hier Laden und Entladen. Wenn er dann irgendwann mal anfängt zu schneiden, gibt es einen Auftrag abbrechen. Oder was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr festgestellt habt, ui, ich habe versehentlich Messer 5 eingegeben, aber es hätte eine andere Messereinstellung sein sollen, könnt ihr das sogar auch hier direkt an eurem Plotter einstellen. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr jetzt zu Freundinnen geht und ihr habt dort vielleicht keinen Rechner dabei, ihr könnt eure Sachen auch auf einen USB-Stick speichern. Wichtig ist, dass es eben Studio 3-Dateien sind und dann könnt ihr sie hier auch mit USB-Stick eingeben. Weil ich gerade lese, wie geht es dann mit dem Update? Das Update funktioniert folgendermaßen. Ihr wählt euch bei dieser Firmware-Geschichte ein und der erkennt automatisch euren Plotter. Wichtig ist, wenn ihr die Firmware aktualisiert, dass ihr das Programm an sich geschlossen habt, weil sonst kann sich das Ganze beißen. Und der führt euch wie bei allen anderen Installationen auf dem Rechner komplett durch und greift direkt auf das Gerät zu. Dann wird das Ganze hier in einer anderen Farbe, ich glaube blau oder lila, und dann fängt er an, das Gerät eben neu aufzuspielen und eine neue Firmware aufzuspielen. Wenn es nicht klappt, kann das natürlich sein, dass du das Programm immer offen hattest, weil das mag er nämlich überhaupt nicht. So, das nächste, was immer ganz wichtig ist, ist sich mal die Messer anzuschauen. Wir haben hier eben entweder die Ratschenklinge, die hat oben so eine ganz kleine Kappe, die nehme ich ganz gerne für Fondant, für Kuchenzeugs, für Esspapier und Sonstiges, weil man eben diese kleine Kappe, nämlich abschrauben kann. Und dann kann man hier oben drin schauen, ob sich alte Vinylreste oder Flexreste drin angesammelt haben. Oder was man da halt eben immer mal so gerne hat, Wachsplatten oder Sonstiges. Das kann nämlich auch mit ein Grund sein, weshalb die Schnittbilder nicht schön sind, weil da oben irgendwas verklebt ist. Das Gleiche machen wir mit dem Automatikmesser auch, nur dass wir hier einfach nur die Vorhaut zurückziehen und jetzt zieht das Ganze hier zurück und dann könnt ihr sehen, ob da sich um das Messer außenrum irgendwelche Sachen angesammelt haben. Und dann könnt ihr es wieder einsetzen. Auch hier ist es ganz wichtig, es reicht nicht, das Messer einfach nur reinzudrücken. Sondern ihr müsst es auch wirklich... Es ist so warm hier oben. Jetzt zieht sich auch das Plastik immer ganz gern. So. Wieder drin. Auf der anderen Seite habe ich
Wie gesagt, mein CB09, aber das mache ich ganz selten raus. Das ist übrigens ganz wichtig, wenn ihr zwei Messerhalter habt, guckt, dass ihr in einem zweiten Messerhalter das CB09 habt, weil gerade, wie gesagt, bei der Hitze, das Material zieht sich aus, dehnt sich zusammen und dann kann es passieren, dass es so ein bisschen ausleiert. Heute reden wir erstmal nur über Silhouette, weil sonst sitzen wir nämlich ewig. 1.6 ist die aktuelle Version. Genau. Also die Firmware. So, dann haben wir hier eben die verschiedenen Messer. Guckt die, macht die immer mal wieder sauber, macht den Passermarkensensor immer mal wieder sauber. Dann könnt ihr, ach, diesen Schlitten kann man übrigens am allerschönsten hin und her schieben, wenn der Plotter. Ja, da ist nämlich hier keine Spannung drauf. Da könnt ihr auch immer mal wieder sauber machen, abstauben und nach dem Gerät gucken. So, ich stelle das Gerät jetzt erstmal in den Schrank. Hol euch dann aber auch wieder dazu. Den Deckel lasse ich jetzt erstmal weg. Und dann gucken wir uns mal so ein bisschen das Programm an und überlegen uns, was wir machen. Wir haben das Gerät jetzt angeschlossen, es ist angemacht. Und dann mache ich mich mal klein. Wir gehen jetzt mal hier, ich schaue mal, ob ich mir das hier rüberholen kann. Dann kann ich euch das mal zeigen. So. Wir sind hier jetzt auf silhouetteamerica.com/software, das, was ich euch gerade gesagt habe. Hier ist die aktuellste Version 4.1.4.4.2. Da könnt ihr euch eben die aktuelle Version runterladen. Wenn ihr da draufklickt, startet das Ganze automatisch. Ihr müsst dann noch ein bisschen auswählen, wo ihr speichern wollt und so weiter und so weiter. Aber dann habt ihr das schon mal gesehen. Das Ganze funktioniert hier. Dann gibt es das Gleiche noch mit Firmware. Ist eigentlich super schön, dich zu merken. Habt ihr hier, wie gesagt, Cameo 2 und 3 und Curio. Und dann könnt ihr euch hier 3, genau. Dann könnt ihr euch hier eben die aktuellste Version runterladen, wenn ihr sie nicht haben solltet. Wenn ihr hier die aktuellsten Geschichten habt, habt ihr dann hier ein Programm. Das ganze Ding ist ein Vektorbearbeitungsprogramm, ist ähnlich wie Illustrator, aber so ein bisschen abgespeckt. Relativ einfach für die Basics. Man sieht hier links, man hat so die Zeichen. Man kann zeichnen, man hat einen Radiergummi und man hat ein Messer, um Sachen in zwei Teile zu teilen. Hier oben ist im Endeffekt, sind nochmal so die Speichern, Öffnen, Schritt zurück und so weiter und so weiter. Auf der rechten Seite sind dann so die verschiedenen Features, die man hat, die zum Teil auch zugeschalten werden oder abgegradet, also freigeschalten werden müssen. Es lohnt sich immer mal wieder ein bisschen langsam drüber zu gehen, weil oft dann die Beschreibungen dazu, die eigentlich zum Teil wirklich selbsterklärend sind, sich zeigen. Und ganz wichtig für den Anfang ist einfach das ganz oben. Das ganz oben, das weiße Blatt, sind die Seiteneinstellungen. Weil hier können wir schon mal die Basis von allem einstellen, was wir heute tun wollen. Weil ich muss dem ganzen Computer oder dem Programm ja erstmal sagen, was ich da eingesteckt habe. Habe ich einen Porträt, wähle ich mir hier den Porträt aus, unten beim Träger, wie ihr es hier seht. Da könnt ihr euch noch einstellen, wie ihr die Ansicht haben wollt, dass er genau weiß, okay, gut, du hast einen Porträt, ich habe die und die Größe zur Verfügung, um es zu schneiden. Ich in meinem Fall habe jetzt gerade den Cameo angeschlossen. Wähle mir das Ganze hier wieder aus. So soll das Ganze aussehen. Dann kann ich ihm sogar noch sagen, habe ich eine A4-Folie, hochkant oder quer? Das ist hier die Orientierung. Habe ich vielleicht sogar komplett ein großes Blatt, dass er sich so ein bisschen orientieren kann, auf was er denn dann gleich schneiden wird. Aber wenn ihr hier eine Porträtmatte eingegeben habt und geht dann auf Senden und ihr habt ein Cameo, wird ihr euch sowieso sagen, bei der Cameo 1 ist es im Endeffekt genau das Gleiche. Richtig. Nur das mit dem Automatikmesser und so weiter ist eben in dem Fall jetzt heute anders. Aber von Programm her ist es exakt gleich. Du hast eine Matte, die ist 30 auf 30 und das ist das, was du zur Verfügung hast. Und um es für dich zu visualisieren, dass du nicht in die Matte reinschneidest, sagst du jetzt, okay, gut, ich habe eben A4, weil ich heute, sagen wir mal, ich will heute eine A4-Folie schneiden. Hier zum Beispiel seht ihr auch Letter. Ganz, ganz wichtig, wer Silhouette-Materialien benutzen möchte, da könnt ihr euch jetzt einstellen A4. Und eine A4-Folie ist hier da. Wir sind jetzt gerade im
Design, das heißt, wir können jetzt was erstellen. Dann gibt es noch den Store, wie er es schon selbsterklärend sagt. Dort kann ich etwas kaufen. Das heißt, das sind relativ günstige, süße, kleine Dateichen. Also auch ich gucke da immer mal ganz gerne. Da könnt ihr euch verschiedene Motive kaufen und dann runterladen. Wichtig ist nur, ihr müsst immer gucken, weil da sind nämlich teilweise auch wirklich Print-and-Cut-Motive dabei. Also keine Motive, die man dann schneiden kann, sondern wirklich reine Druckmotive. So, das ist so der Store. Wichtig ist beim Store, dass ihr euch eben ein Konto anlegt, dass ihr dann in dieser Cloud wird dann immer gespeichert, was ihr euch gekauft habt. Und das Ganze wird dann in eurer Bibliothek, das ist nämlich das Nächste, immer wieder aktualisiert, beziehungsweise das Ganze wieder mit aufgeschalten. Ihr seht hier meine Bibliothek. Da sind jede Menge Downloads drin. Da kann man auch Sachen von sich selbst speichern. Man hat verschiedene Projekte, die man sich speichern kann. Also hier findet ihr eigentlich alles. Dafür braucht ihr aber diese Cloud. Dafür müsst ihr angemeldet sein, dass es immer wieder erscheint. Wenn ich Folie über ganze Matte haben möchte, was muss ich dann bestellen? Wenn du eine Folie möchtest, die über die ganze Matte geht, müsstest du dir Meterware bestellen, um das Ganze dann zuzuschneiden für 30 auf 30. Ansonsten müsstest du, hast du hier, wie gesagt, A4 zur Verfügung. Wenn du aber eine Folie möchtest, die größer ist, müsstest du dir Meterware bestellen und das Ganze dann auf 30 mal 30 mit der Schere zuschneiden. Gut. Ja, das stimmt. Die Annika sagt gerade, im Store ist es so, dass da, die sind deswegen auch häufig so günstig, weil eben keine Anleitungen dabei sind. Und bei Papiersachen, Annika, kann ich dir nur empfehlen, kopier dir immer den Ersteller raus und gib das Ganze bei YouTube ein. Und oftmals findet man dann versteckt kleine Anleitungen, wie man das dann doch nachmachen kann. Aber irgendwo muss der Preis sich auch niederschlagen, warum diese Papierdateien einen Bruchteil von dem kosten, was sie bei uns eigentlich kosten. Wie kann es denn sein, dass der Plotter an einer ganz anderen Stelle losschneidet, als wie er auf der Matte liegt? Das ist ganz oft so, dass eben genau solche Sachen nicht passen, wie die Firmware oder wir hatten auch schon Kabel, die nicht richtig, also USB-Kabel, die nicht richtig reingesteckt sind, weil ansonsten macht der macht ja, was wir ihm sagen. Wenn ich hier oben jetzt was reinschreibe, muss er es auch hier schneiden. Wenn er das nicht tut, dann stimmt irgendwas nicht, dann ist irgendwo eine Einstellung nicht richtig. Da ist es ganz wichtig, dann die Ursachenforschung zu betreiben. Habe ich vielleicht doch irgendwo was falsch eingestellt? Oder ist die Firmware veraltet? Ist die Software nicht kompatibel? Passt das Ganze nicht zusammen? Von daher sich dann immer bitte melden und versuchen da gemeinsam mit uns beispielsweise einfach eine Lösung zu finden. So, da la. Also, hier haben wir als Beispiel, ich gebe jetzt mal wieder was ein, dass wir für heute ein Beispiel haben. Also ich für mich ist es immer schwierig, ne? Es ist ja so, dass ich das ja schon öfters gemacht habe. Also ich habe hier jetzt was geschrieben, um das Ganze zu verschieben. Ich muss es einfach nur gedrückt halten, kann das Ganze dann größer und kleiner machen und habe hier rechts die Möglichkeit, verschiedene Schriften mir auszuwählen. Diese Schriften, die er hier drin hat, sind die Schriften, die auf dem Computer sind und ein paar aus dem Silhouette-Programm, da könnt ihr euch, wenn ihr welche dazu kauft oder eben runterladet, werden die hier automatisch hinzugefügt. Also da gibt es jede Menge Schriften, die ihr da nutzen könnt und das Ganze einstellen. Wichtig, wir arbeiten heute mit einer Flexfolie, ist das Ganze immer vorher zu spiegeln. Warum müssen wir spiegeln? Oh, wir haben Feueralarm. Wenn wir mit Flexfolien arbeiten, ich hole mir mal eine. Wenn wir mit Flexfolien arbeiten, wie diese hier, die sind eben für Textilien oder alles, was im Endeffekt Stoffe, Taschen und Sonstiges, die haben immer eine schöne Seite und eine Rückseite. Die Rückseite ist meistens matt oder
weiß ganz oft, dass eben die Farben besser leuchten. Oder jetzt hier bei der Metallic, das ist eine von unseren Edelmetallic, ist die hinten metallisch. Das heißt, das Ganze wird ja so auf unser T-Shirt aufgebracht. Und dass man es so rum schön lesen kann, schneiden wir es von hinten gespiegelt. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Wir schneiden von hinten gespiegelt und dann das Ganze wird dann aufgebügelt. Das heißt, man sagt immer, willst du bügeln, musst du spiegeln. Bei Vinyl ist es dann wieder was ganz anderes. Das Ganze wird aufgenommen und so auf die Wand gebracht. Aber man muss immer dran denken, wenn irgendwas ist, es gebügelt wird oder gepresst wird, muss das Ganze, ja, Rumpelbumpel, da hast du recht. Manchmal sind die Fragen sind so weit ausgeholt, dass ich manchmal ein bisschen irritiert bin. Wir werden jetzt gleich auf diese Folie etwas schneiden und dann zeige ich euch dann im Endeffekt, wie man das Ganze aufbringt. Was ist Entgittern, was ist eine Trägerfolie und so weiter. Danke, Britta, fürs Mitkommentieren. So, lala. Also, wir haben hier uns für die Anfänger, es ist auch überhaupt nicht wichtig, welche Flexfolie ihr euch im Endeffekt nehmt. Wichtig ist nur, dass wir dann gleich die richtigen Einstellungen eingeben. Macht es nicht gleich von Anfang an zu filigran, das heißt zu viele kleine Teile, weil da kann man schnell ungeduldig werden. Mir macht sowas nichts aus, aber gerade wenn man einfach sagt, ich möchte erstmal langsam starten, sucht man sich was Einfaches aus. Ich nehme mir jetzt hier, weil ich möchte hole ich mal wieder zurück auf meinen Bildschirm. Ich habe auch kein A4-Stück. So, ich nehme das jetzt wieder raus und mache mir hier ein. Das hat schon wieder. Das hat schon auch nicht. Ich bräuchte nämlich noch was. Gut, machen wir erstmal was anderes. So. Ich mag das nämlich nicht, wenn man irgendwas verschwendet. Deswegen habe ich gleich überlegt. So. So, ich nehme jetzt meinen eigenen Namen. Kann ich jetzt auch vielleicht auf den T-Shirts mir irgendwas überlegen, ob ich dann meinen Namen mit drauf mache oder. Also ich nehme jetzt hier auf jeden Fall das EVG mit rechter Maustaste. Das ist das Schöne an diesem Programm. Ihr findet das alles irgendwo hier oben unter Bearbeiten oder Objekt auch nochmal. Immer mit der rechten Maustaste arbeiten. Da findet ihr so die wichtigsten Sachen. Und da gibt es die ganze Geschichte mit horizontal wenden. Das heißt, er hat das Ganze gespiegelt. Ich setze mir das hier oben auf die Matte. Hol euch jetzt wieder zurück und klebt mir das Ganze genauso. Das, was wir hier vor uns haben im Programm, ist im Endeffekt diese Matte. Das ist die virtuelle Schneidematte und das ist die echte Schneidematte. Und wie ihr seht, sieht meine Matte schon ganz schön schrecklich aus. Und ist aber nicht schlimm, die klebt noch relativ gut. Wenn sie irgendwann mal nicht mehr gut klebt und ihr wollt sie nicht unbedingt auffrischen, könnt ihr auch mit Tesafilm mal festkleben. Das ist auch nicht schlimm. So, ich habe mir die jetzt hier drauf geklebt mit der Rückseite, die mich anschaut. Und wie ihr hier seht, die andere Seite guckt auf die Matte. Das heißt, es wird von hinten geschnitten und wir haben gespiegelt. Ich lade das Ganze jetzt ein, ich stecke das da rein, gehe auf Laden, mache mir meine Schublade wieder raus. Und dann gehen wir auf Senden. Dann seht ihr das, was ich gemeint habe. Hier gibt es ganz, ganz viele Materialien, die man einstellen könnte. Bei mir steht eigentlich immer irgendwas hier wie Karton oder sonst irgendwas, weil da könnte sogar Betonboden stehen oder Karton oder was auch immer. Das ist total unwichtig. Wichtig ist für ihn die Information, die er hier unten hat. Das heißt, die Messerangaben, die Geschwindigkeitsangaben und der Druck. Ich habe jetzt eine Flexfolie, die ist Messer 2, Druck 12. Die kann ich hier manuell eingeben. Geschwindigkeit kann ich eigentlich 4 lassen, ich gehe aber runter, also je filigraner, je filigraner eure Schrift ist oder euer Motiv ist, wie jetzt beispielsweise die Mädels von der Mileni, diese Tänzerin, guckt, dass ihr da wirklich ganz, ganz langsam schneidet, weil wenn ihr zu schnell seid, dann zerfetzt euch das Ganze. Ach, wie schön, ihr habt mein Bildschirm nicht. Ja, da. Also, sorry. Wir haben hier meinen Namen. Ich habe hier oben euch gezeigt, beim Material könntet ihr einstellen, was ihr wollt. Ihr könnt auch ein neues Material anlegen, wenn ihr wollt.
Aber ich für mich habe beschlossen, dass ich im Endeffekt hier auf die Info des Materials nichts gebe. Ich gebe mir das jedes Mal für mich neu ein. Ich habe meine Schnitteinstellung im Kopf. Wie gesagt, hier jetzt Messer 2, Druck 12. Je filigraner, desto besser, desto langsamer. Also habe ich jetzt Geschwindigkeit 2 oder 1 eingegeben. Und Durchgänge ist bei mir jetzt, ich mache es nur einmal. Bei Papier ist es oft so, dass man sagt, man lässt zweimal schneiden. Das Ganze nennt sich dann Doppelschnitt. Das heißt, wer das Wort Doppelschnitt schon mal gehört hat, früher hieß das Ganze nämlich Doppelschnitt. Mittlerweile heißt es Durchgänge. Das heißt, ihr könntet, wenn ihr wollt, das Ganze bis zu 10-mal schneiden lassen. Ist aber dann nur interessant, wer so Sachen macht, wie diese ganz dicken Snap-Pap und sonstiges, wo er mehrere Durchgänge braucht, bis er einfach durchgekommen ist. Dann haben wir als letztes noch diesen Überschnitt, den habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Der Überschnitt, ich habe übrigens jetzt auf die 3 Punkte gedrückt. Der Überschnitt ist für Papier wichtig. Warum ist er wichtig? Weil der Schneideplotter, den wir hier haben, der fährt genau die Linien ab, die er hier von euch gesagt bekommt. Wenn aber eine Ecke ist, man kennt es ja manchmal beim Putzen, ist eine Ecke eigentlich so, aber das ist ganz schwierig, der fängt dann an und macht da so ein bisschen eine runde Ecke, weil er das in einem Schnitt im Endeffekt machen wollte, wo will. Beim Überschnitt ist es so, er geht über die Linie drüber, setzt ab, verschiebt das Ganze ein bisschen und macht dann die Ecke. Das heißt, es ist ein bisschen versetzt und das ist ein Überschnitt. Dementsprechend werden die Ecken wirklich schön. Das sagt er ihm in dem Fall mit dem Überschnitt. So. Der Anpressdruck ist extrem wichtig, teilweise sogar noch wichtiger wie die Messertiefe, weil wenn ihr nämlich jetzt hier bei Messer 2 und Druck 33 macht, kann es euch passieren, dass ihr wirklich diese Trägerfolie durchschneidet. Also der Druck ist ganz, ganz wichtig. Da müsst ihr immer gucken, dass ihr euch an die Herstellerangaben haltet und dann zusätzlich am besten, ihr seht es hier rechts unten, noch einen Testschnitt macht. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid oder ein Material das erste Mal macht oder euer Messer neu ist, immer mal zur Sicherheit einen Testschnitt machen, um sicher zu gehen, dass das Material auch wirklich gut durchgeschnitten wird. Gute Nacht, Hertha. So, wir haben hier Anbrechsdruck 12 Durchgänge. Wir brauchen aber nur einen Überschnitt, brauchen wir bei Eva auch nicht. Und jetzt gehen wir auf Senden. So, ich habe ein Automatikmesser drin. Das Ganze habe ich eben auch gesagt. Er macht jetzt nichts anderes, als ich ihm gesagt habe. Das heißt, er schneidet das Eva aus. Und ist auch gleich fertig. Ich gehe dann nur auf Entladen. Genau, das ist die neue Edelmetallic Rot. Ich mache mal schon die Tasse an. Also heute ist wirklich ein kurzer Abriss. Wir haben gerade unsere ersten Male. Es gibt einen Kurs von uns, der heißt mein erstes Mal. Der dauert fast 4 Stunden. Von daher ist es heute so schnell wie möglich mal so die Basics, dass man das mal gehört hat. So. Entladen. Ich habe das entladen und habe es mir gleich von der Matte geholt. Und nichts ist passiert. Nee, mein Deckel ist nicht immer ab. Mein Deckel ist nicht immer ab, den habe ich nur abgemacht, weil die Kamera ein bisschen irritiert hat. So, wie ihr seht, seht ihr nichts. Doch, ihr seht ganz leicht das Eva. Das ist hier reingeritzt. Was ich mir dann meistens gerade noch mache, ich schneide es mir aus, hebe mir den Rest auf. Und da ist mein Eva-Spiegel verkehrt aufgeschnitten. Jetzt ist ganz wichtig, besorgt euch einen guten Hook oder eine Nadel oder. Sprach sie und fand ihren Hook nicht. Doch, hier. Das heißt, der Plotter schneidet, aber mehr auch nicht. Das heißt, die Entgitterarbeit müsst ihr selber machen. Und gleich seht ihr auch, warum diese Trägerfolien so wichtig sind. Ich ziehe das Ganze jetzt ab. Ich mache es mal bewusst so, dass ihr da zuschauen könnt. Hier ist der Träger stark selbstklebend.
Das heißt, ich kann das hier wunderbar abziehen. Und das seht ihr schon, das, was ihr nicht wollt, nehmt ihr ab. Entgittert ihr, das ist dieses typische Entgittern, von dem ihr immer lest. Jetzt habe ich noch im A alles abgenommen und schon ist es so, wie es sein soll. Und die Trägerfolie ist dafür da, um jetzt gleich beim Pressen die Folie zu schützen und um euch diese Motive überhaupt zusammenzuhalten. Das heißt, wir haben es ja schon ganz, ganz oft gesehen, wenn Folien mit falschen Einstellungen geschnitten werden, dass man dann die Folie von der Matte abzieht und die einzelnen Buchstaben auf der Matte kleben bleiben. Das soll so nicht sein. Wichtig ist, dass ihr nur die Folie anritzt. Die Trägerfolie soll heile bleiben, dass ihr eben sowas machen könnt wie ich gerade. Dass das Ganze zusammenbleibt, ihr das entgittern könnt und am Stück aufs Textil dann drauf kriegt. Also wer da vorher anders gearbeitet hat, bitte, bitte, bitte meldet euch. Da habt ihr dann einfach die falschen Schnitteinstellungen. Die Trägerfolie muss heile bleiben. Dann habt ihr nämlich so wie ich gerade ein Motiv, das ihr dann auch bringen könnt. Und ich habe meine Presse zu spät angemacht. Aber gut, jetzt gucke ich gerade mal, was ich hier noch habe. Wir haben geschnitten. Ihr könnt auch mal erstmal ein Herz machen. Irgendwas ganz Einfaches, um da so ein bisschen reinzukommen. Und wenn ihr könnt auch eine Glitzer-Mega-Funkelfolie nehmen. Da ist es halt immer wichtig, guckt, dass ihr das Ganze vielleicht vorher vorzeichnet oder dass ihr vom Licht her gut arbeitet. Die Schnittlinien sind manchmal schwierig zu erkennen, da mit einer Taschenlampe oder mit Straßenmalkreide sich so ein bisschen behelfen, um die Schnittlinien schön sichtbar machen kann. Die Folien sind super robust, gerade Flockfolie und auch diese Metallicfolien, die Flex S, da kannst du in einem Ratsch abziehen. Also diese, am besten ist diese Inspire-Datei von der Tante Plotter, das ihr da hinten seht, das ist negativ. Das heißt, das, was normalerweise so die Outline ist, wird rausgenommen. Das kannst du in einem Rutsch wirklich abziehen. Die Folien sind gut, die Trägerfolien sind stark rückklebend. Bis auf beispielsweise die Premium Plus, also alles, was so ein bisschen gummiartiger ist für die ganzen Polyester-Geschichten. Das steht aber immer dabei, ob der Träger stark rückklebend ist oder auch nicht, dass man da so ein bisschen aufpasst. Vinyl ist nicht so stark rückklebend, weil der Träger nämlich überhaupt nicht klebt, sondern nur die Vinylfolie. Aber da zeige ich euch nächste Woche dann ein paar Tricks, wie man auch Vinylfolie so schön entgittern kann, wie jetzt gerade eben die Flex. Ja, es ist wie immer mein Lieblingsschrift. Ich weiß. Ist weiß. Jetzt lese ich mal ganz kurz ein bisschen. Muss die Trägerfolie extra draufgeklebt werden oder ist sie schon auf der Flexfolie? Monja, die ist immer auf der Flexfolie drauf. Wenn es nicht so ist, wird das Ganze auf jeden Fall, also es steht immer dabei. Aber es ist immer auf der, hier bei den Flexfolien, die bei uns im Shop sind, bei den ganzen Eigenproduktionen, sind die Trägerfolien immer alle drauf und ihr schneidet von hinten gespiegelt. So, das ist die Amasteri von. Ach, ist ja so schön, dass ihr schon mitkommentiert. Ich liebe unseren Hook. Ich gebe ihn auch nicht mehr her. Da müsst ihr euch einfach mal so ein bisschen finden, was wollt ihr haben. Ich hab einen Organizer, den ich gerade nicht finde. Was ich auch gerne nehme, sind stinkeinfache Pappschälchen. Da könnt ihr euch dann wie so einen kleinen Abstreif-V reinmachen, um die Fusselchen loszuwerden. Oder ihr schnickt es mit dem Finger ab. Da findet man aber relativ schnell, wenn man die erste große Datei gemacht hat, so ein bisschen seine eigene beste Möglichkeit. So, wie ist das bei mehrfarbigen Plotdateien? Da ist ja nicht so toll, es einfach übereinander zu klatschen. Wie macht man es besser? Da möchte ich dich bitten, Yvonne, wir hatten vor 3 Wochen oder so unser mehrfarbig Plottenabend, sogar in 2 oder 3 verschiedenen Teilen, da einfach nochmal reinzuschauen, weil das kurz und bündig zu erklären ist relativ schwierig. Da guck einfach wirklich, dass du aussparst und ausschneidest, aber da wird's am einfachsten sein. Du guckst dir das andere Video an. Ich kann es dir gerne nochmal verlinken. Wo findet man die Beschreibung und Verarbeitung der Folie, was du am Anfang gesagt hast? Ich gucke mal, ob ich es hier noch offen habe. So, wir haben unter anderem wir haben ja unseren YouTube-Kanal. Oh Gott, ich rechne.
Wir haben unseren YouTube-Kanal mit der Plotter-Sprechstunde. Passend dazu gibt es die Seite Verflext und Zugeflockt. Und da findet ihr unter Downloads die Folienübersicht. Ihr findet die Anleitung mal für die bedruckbaren Folien übers Gravieren. Also alle Sachen, die wir irgendwie in der Sprechstunde besprochen haben, findet ihr da drin. Eben auch die Upgrade-Inhalte. Was ist in welchem Upgrade enthalten? Und da ist unter anderem auch, ich mache sie mal auf, die Folienübersicht drin. Da seht ihr ganz genau, mit welchem Messer, mit welcher Messereinstellung, mit welchem Druck müsst ihr spiegeln, müsst ihr schneiden, wie müsst ihr es dann abziehen beim Pressen, mit welcher Temperatur muss es gepresst werden, mit welcher Zeit. Das ist alles ganz wichtig und eben die Bemerkungen noch dazu. Also es ist unter Verflext und Zugeflockt zu finden oder es Plotter 1x1 im Shop. So, wie lange sind Folien haltbar? Folien sind eigentlich ewig haltbar, wenn sie gut gelagert sind. Also ihr müsst gerade jetzt bei den extrem warmen Temperaturen gucken, dass ihr sie nicht unbedingt bei 30 Grad irgendwo in der Sonne stehen lasst, sondern sie vielleicht ein bisschen kühler in den Flur stellt oder in den Keller. Dunkel lagern, wie gesagt, nicht in der Sonne und dann halten die ewig. Also ich habe zum Teil Folien schon seit 2 Jahren hier und da ist gar nichts dran. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, dass sie wirklich keiner Sonnenausstrahlung, Einstrahlung ausgesetzt sind und auch nicht feucht werden oder ähnliches. Ich kann den Link hier leider nicht einstellen, aber ich kann auf jeden Fall, Dankeschön, Britta, die in der Nachbereitung dann nochmal dazu schreiben. In der Tabelle bei Verflext und Zugeflockt, deswegen gibt es die auch, sind nämlich die Plotter-Einstellungen noch dabei. Das ist da der große Unterschied noch zu unserem Plotter 1x1. Sobald das dann aktualisiert ist, geht es dann auch. So, jetzt gucke ich mal, was die Presse sagt. Ja, ist gleich. Ihr könnt entweder mit der Presse oder mit einem Bügeleisen arbeiten. Ich frage mich gerade, wo mein Bügeleisen ist. Hier. Wenn ihr mit einem Bügeleisen arbeiten wollt, ist es ganz, ganz wichtig, ein Bügeleisen zu nehmen, das keine Löcher und keine Rillen hat. Warum? Die Folien müssen plan gepresst, nicht gebügelt, gepresst werden. Wenn ihr ein Bügeleisen mit Rillen oder Löchern habt, sind natürlich gewisse kleine Stellen vorhanden, die nicht Druck auf die Folie ausüben. Von daher ist es ganz, ganz wichtig. Es gibt von Prüm zum Beispiel eins, das ist relativ günstig. Da könnt ihr den Druck gut ausüben. Wie ihr aber seht, ist es relativ klein. Wie ihr seht, ist es aber relativ klein. Da ist es dann ganz wichtig, dass ihr euch merkt, wo ihr schon wart und da dann Stück für Stück euch über die Motive presst. Wer Lust hat, wie die meisten, geht relativ schnell hoch auf eine Presse. Warum eine Presse? Weil eine Presse über eine große Fläche einen gleichmäßigen Druck ausübt und man auch die Temperatur einstellen kann, weil die Temperatur ist eben wichtig für die Folien. Danke, Annika. Natürlich, wenn ihr bügelt ohne Dampf, weil je feuchter das Textil ist, umso weniger halten die Textilien. Das heißt, gerade jetzt im Moment, wir haben hier drin 30 Grad mindestens. Es ist eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Da die Textilien vorpressen, das heißt mal kurz die Feuchtigkeit rausholen und dann erst den Plot irgendwo aufbringen. Weiterhin wichtig ist zu gucken, habe ich irgendwo Nähte an meinen T-Shirts? Gerade bei Babybodies ist es ja oft so, dass die an den Armen Nähte haben. Und wenn ich dann da mit Bügeleisen drauf rumdrücke oder mit der Presse, dann sind die höchste Stelle dieses Druckpunktes. Das heißt, an dem Plot selbst kommt nichts an. Dann empfehle ich euch ein Ausgleichskissen, das könnt ihr euch selber nähen. Das heißt, da wird das Textil dann draufgelegt und wenn gepresst wird, senken die Nähte ein und der Plot ist wieder der höchste Punkt des Textils. Aber das könnt ihr wahrscheinlich bald schon immer hören. Die Diana fragt, wie mache ich größere Plots? Ich mache ganz oft größere Plots, als die Platte groß ist. Ich teile mir das dann auf und mache mir dann im Endeffekt 3 aneinander, überlappt das ein paar Millimeter und dann kann ich im Endeffekt auf alle Größen gehen. Also ich habe auch schon eine Fahne gemacht, die 2 Meter auf 1,50 Meter war.
glaube, das waren 7 oder 8 A4-Blätter. Also das geht alles. Man muss es nur im Endeffekt aneinander setzen. So, Ausgleichskissen haben wir gemacht. Jetzt kam die Woche ganz oft die Frage, wie Sie die Presse einstellen müssen, wie das mit den Barzahlen ist. Also mit den Barangaben. Unsere Presse ist noch eine Hobbypresse. Es ist zwar von der Verarbeitung her und von der Qualität, von den Temperaturschwankungen, die sie haben kann, schon gehobene Klasse, aber man kann die Barzahl nicht manuell nicht digital einstellen. Das heißt, man muss es manuell schrauben. Ein guter Anhaltspunkt, um zu sehen, ob die Presse fest genug ist, ist im Endeffekt ein Stück Papier einzulegen. Seht ihr mich? Nein. Ein Stück Papier einzulegen, sie zu schließen und zu versuchen, das Papier rauszuziehen. Wenn das Ganze schön fest ist und ihr das Papier nicht mehr ausziehen könnt, dann ist sie fest genug eingestellt. Die einzige Folie, die wirklich extrem festen Druck braucht, ist die Duoflex. Da seht ihr es aber dann auch relativ schnell, wenn ihr es einmal gedruckt gepresst habt, ob ihr noch mehr Druck einstellen müsst oder nicht. Ich werde jetzt erst einmal ganz schnell das Eva irgendwo aufbringen, dass wir das nämlich weg haben. Wo machen wir das drauf? Gute Frage. Ja, ich habe hier ein kleines Beutelchen. Da wir ja morgen in den Urlaub fahren, kann ich mir da nämlich noch was reintun. Habe ich noch ein schönes kleines Beutelchen. Und da mache ich mir jetzt ein Eva drauf. Hier wären auch wieder die Nähte, von denen ich gerade gesprochen habe. Die könnten wir über das Ausgleichskissen ausgleichen. Dann schaue ich mir schon mal an, wie ich das haben möchte. Und lege es in die Presse. Mein Trinkchen ist im Weg. Wichtig, immer mit Backpapier abdecken. Und pressen. Die Zeit, die ihr braucht, ist die, die in den Tabellen angegeben ist. So. Und schon habe ich die Metallicfolie hier drauf. So. Wichtig ist, Dankeschön, Britta, dass du das dazu sagst, die Folien, gerade bei dem Wetter jetzt auch, gerade die Eigenproduktionen durch die Farben und auch durch die sind sehr, sehr dünn. Es ist wichtig, dass sie, wenn sie angeschnitten werden, dass sie sofort gepresst werden, weil ansonsten kann es passieren, dass sie sich heben, weil sie austrocknen. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, wie warm es bei uns ist, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Von daher, wenn ihr diese nutzen möchtet, bitte sofort. Wenn ihr sie geschnitten habt, dann auch sofort entgittern und pressen. Wenn ihr sie nicht geschnitten habt, müsst ihr sie natürlich nicht sofort verwenden. So, wäschst du alles vor den Plotten? Ich wasche eigentlich alles, was hier oben ankommt. Das heißt, bei mir sind alle Stoffe vorgewaschen und bei mir sind auch alle T-Shirts vorgewaschen. Ich mag das nicht so gerne, ungewaschene Klamotten anzuziehen. Von daher ist hier sowieso immer alles gewaschen. Diese Beutel sind natürlich nicht vorher gewaschen. Die werden aber wahrscheinlich auch nie gewaschen. Jürgen, bei dir fehlt noch ein T-Shirt. Wenn ich 3 T-Shirts von dir habe, dann kannst du sie gerne wieder haben. Aber im Moment habe ich erst 2 von dir gemacht. 1 fehlt noch. Ja. So. Jetzt gucken wir mal. Super, Tatjana hat ihre Firmware angepasst. Freut mich. Super, super. Ja, es ist kein großes Hexenwerk. Man muss sich dann natürlich Stück für Stück in die Software rein vertiefen. Man kann noch viel, viel mehr machen. Man kann nachzeichnen, Print and Cut und so weiter und so weiter. Aber das ist im Endeffekt der erste Start, wenn man etwas machen möchte. Ich zeige euch jetzt nochmal für die, die es wirklich noch nie gemacht haben und sagen, ich habe mir eine Datei gekauft. Ihr braucht im Endeffekt eine DXF-Datei oder eine Studio 3. Die DXF sind die, die ihr meistens mitbekommt, wenn ihr eine kauft, bei Paul und Clara oder. Oder eine Studio 3, das sind die, die aus der Bibliothek kommen.
Ihr geht hier auf Öffnen, geht auf eure Ordner und sucht euch eure DXF-Dateien raus. Jetzt muss ich mal überlegen, obwohl ich hier noch eine DXF habe. Gehen wir mal auf Fusselfreies, auf das Re. Da seht ihr es gleich, DXF. Da gucke ich mir mal das Re-Kids an. Genau. Und schon habt ihr eine Datei hier, die ihr nutzen könnt, die ihr gerade gekauft habt, die ihr nutzen könnt. Dann spiegelt ihr euch das Ganze und könnt es schon schneiden. Also es ist wirklich nicht schwierig. Und das, Eva, ist jetzt mit der Folie gemacht, die du heute Nachmittag gezeigt hast. Richtig, das ist das Rot von der Edelmetallic Flexfolie. Die Karten fürs Sommerfest gibt es erst ab Montag, weil wir noch bis Sonntag, ich fahre morgen noch meinen Urlaub bis Sonntag. Und wir machen das Ganze dann erst am Montag in den Shop, wenn ich auch wirklich da bin, die Gruppe aufmachen kann und nicht von unterwegs aus einem Handy Fragen beantworten muss, beziehungsweise alles koordinieren muss. Von daher warten wir, bis ich aus München wieder da bin. Wie erkenne ich, was ist welche Folie? Ich hatte eine total liebe Beilage von euch, nur was ist es? Dazu empfehle ich euch bitte das Video über die Folienkunde. Dort erkläre ich wirklich jede Folie für sich, wie ihr sie erkennt an der Optik. Das heißt, wie ist sie im Licht, wie glitzert sie, die ganzen Holofolien mit den Punkten und so weiter. Dann die Haptik, das heißt, wie fühlt sie sich an, ist sie dick, ist sie dünn. Da einfach mal Plaudermarie Folienkunde bei YouTube eingeben. Da hast du ein ungefähr 45-minütiges Video und da ist wirklich jede Folie erklärt, bis auf die Edelmetallic, weil die hatten wir da noch nicht. Genau. Wundert euch nicht, dass ich bei ganz vielen Namen nicht mehr sage, weil ich im Moment einfach nicht weiß, was ich überhaupt sagen darf. Von daher sage ich immer mal nur so ein paar Vornamen, wo ich weiß, dass sie mir nicht böse sind, wenn ich ihre Namen nenne. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir so die gröbsten Geschichten angesprochen. Wer ganz frisch ist, es gibt keine blöden Fragen. Bitte, wir haben die Plaudermaries Facebook-Gruppe unter anderem, es gibt Plaudertante und so weiter und so weiter. Wir haben ganz, ganz viele Gruppen bei Facebook, die sich neuen Mitgliedern annehmen und auch immer wieder Unterstützung geben, immer wieder Fragen beantworten. Und wir machen das natürlich auch gerne. Es gibt doch aber auch bei der Flexfolie Unterschiede. Natürlich, es gibt ganz viele verschiedene Flexfolien. Es gibt die Hologrammfolien, diese schönen Changieren, die aber fester sind, bei der ich auf gar keinen Fall extrem filigrane Sachen machen darf. Dann gibt es die Flockfolien, dann gibt es die Glitzer und das sind alles Flexfolien. Deswegen schaut euch das Folienkunde-Video an, dann seht ihr mal die riesengroße Range, was eigentlich alles da drunter fällt. So. Ja, ich wollte gerade sagen, die Hedda wollte eigentlich ins Bettchen gehen. Aber jetzt war sie, hat wohl doch noch keine Lust gehabt. So, ihr Lieben, wir haben das Ganze durchgesprochen, die Presse ist wieder aus. Die ersten Schritte sind getan. Das erste Mal ist gerade passiert. Ihr habt eure Plotter entjungfert. Es ist nicht schwierig, traut euch dran. Es kann nicht viel kaputt gehen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, es verhakt sich irgendwas. Schaltet auf den Ausknopf, Faden bis, ne? Ganz ruhig bleiben, aber es kann nicht viel kaputt gehen, außer dass ihr vergesst zu spiegeln und dann das Ganze nochmal machen müsst oder dass ihr beim Pressen dann feststellt, dass es nicht hält. Ansonsten kann das Ding nicht explodieren oder weil wir schneiden im Endeffekt Flexfolie. Wenn ihr dann mal so anfangt wie ich, irgendwelche Holzscheibenplatten gravieren und sonstiges, da kann es dann eher mal passieren, dass es ein bisschen heikel wird. Aber nicht bei einer Flexfolie. Kannst du mir mal zeigen, was du da aufgestellt hast an der Schublade des Cameos? War leider zu spät. Ja, kann ich dir zeigen. Ich habe hier die Schublade aufgemacht und habe diese kleinen Lupsis aufgestellt und nochmal ausgepackt. Dementsprechend, wie ihr seht, ich habe hier eine Mattensammlung. Eine Hand zu machen, ist auch ganz schön kalt. Ich muss dich abstellen. Ich krieg das nicht hin mit einer Hand. So.
Der Unterschied wird ausgeklappt. Also du siehst, was ich meine. So, gucken wir mal. Das CB09 gibt es zum Beispiel auch bei uns im Shop. Thema Schulanfang versuche ich nächste Woche Freitag, wenn ich wieder da bin. Jetzt wollte ich gerade mal gucken. Jo, ich verabschiede mich jetzt, weil ich... Stabilität ist das Zauberwort, richtig. Also, ich wirke euch jetzt ab. Ich fahre jetzt erstmal morgen ein paar Tage in den Urlaub, habe einen ganz tollen Haussitter, der hier guckt, dass nichts passiert und dass nichts wegkommt. Schicke euch ganz viele Grüße vom, wie heißt dieses Ding, wo wir hinfahren? Oh Gott. Schloss Neuschwanstein zum Beispiel. Ich erhole mich, habe aber das Telefon dabei, bin auch immer erreichbar, aber mach einfach mal ein paar Tage frei mit meiner Familie. In diesem Sinne, habt's fein. Wenn ihr noch Fragen habt, kommentiert so unten drunter, die werden wir noch beantworten. Und bitte, bitte sendet uns Bilder mit euren Werken aus der Metallicfolie, aus der Edelmetallicfolie. Die ist nämlich richtig, richtig cool. Und da werdet ihr erstmal sehen, wie richtig schön bescheuert sich dieses Perlmutt fotografieren lässt und wie super geil das in echt aussieht. Tatjana, Billy, Dorothea, Martha, Hertha, ihr alle, ich wünsche euch einen schönen Abend. Habt's fein, eure Eva.